deutsche Schlager. Top oder Flop? Was halten Sie vom deutschen Schlager? Vom deutschen Schlager, ja, ich finde den gut. Und was finden Sie gut daran? Ja, als wenigstens die deutsche Sprache. Nicht das ewige Englische. Das gefällt mir nicht. Seicht, kitschig. Von der englischen Schlager sicherlich nicht besser, aber da versteht man nicht alles. Zu schmalzig, ne? So ist so. Zu lieb, zu nett, zu. Zu viel. Finde ich so. Und was ist daran super? Ja, die Musik. Die Texte mittlerweile. Die Interpreten nicht, die Musik nicht, die Texte nicht, alles nicht. Ist nicht mein Fall. Und es gibt auch gute deutsche Interpreten, so Herbert Grönemeyer, Westernhagen. Aber es muss nicht unbedingt Heino oder Engelbert oder sowas sein. Die heute als Schlager sind so mehr Kirmesmusik und Kneipenmusik. Die Texte, entweder sind sie in Englisch oder sie sind so flach, dass sie also nichts sagen. Ist nicht ganz meine Linie. Vielleicht, wenn ich mal 20 Jahre älter bin. Ist das nur noch Schnulzenlösung oder Krawallmusik? Was verstehen Sie unter Krawallmusik? Nervöse Musik, die einem auf die Nerven geht, die man nicht mehr hören kann. Und wenn man die Texte noch dazu beachtet, da denkt man, so ein Schwachsinn, wie kann man sowas singen? Ja, meine Damen und Herren, was halten Sie vom deutschen Schlager? Die Frage geht an Sie, die Frage geht an unsere Gäste hier. Wir wollen ein bisschen in Theorie und Praxis über den Schlager reden und ihn natürlich auch präsentieren. Wir wollen fragen, ist der Schlager wirklich so schlecht, wie er von einigen gemacht wird? Oder ist er wirklich so ergreifend und ans Herz gehend, wie Sie das eben gerade gehört haben? Ist er vielleicht nur deshalb so schlecht, weil wir verstehen, was gesungen wird, während wir bei den englischen Liedern eben die flachen Texte nicht verstehen? All das soll uns heute beschäftigen. Aber zunächst einmal würde ich gerne hier meine Gäste fragen, was ist denn eigentlich ein Schlager? Und die Frage sollte mal an einen gehen, der sich mit der Musik in Theorie und Praxis beschäftigt hat. Camillo Felgen, bekannt als Schlagersänger, aber auch als Moderator und Journalist. Herr Felgen, was ist ein Schlager? Ein Schlager, glaube ich, ist ganz einfach eine Melodie, ist ein Lied, das eingeschlagen hat. Das ist der Weg. Darum, wir nennen manchmal irgendwelche Publikationen auf musikalischem Gebiet Schlager, die eigentlich den Namen Schlager gar nicht verdienen. Es ging von Anfang aus von dem Wort Schlagen an und einschlagen, das gibt den Schlager. Aber wenn Sie nun wissen wollen, was ein Schlager, wie man ihn definieren soll, so wie er heute gebräuchlich ist. Naja, dann ist es halt ein Lied, das unterhält. Es ist ein Schlager. Es kann ein erfolgreicher sein, ein weniger erfolgreicher, aber ist und bleibt ein Schlager. Dr. Karl Mahlmann kommt von einem Plattenhersteller aus Köln, einer großen Firma. Namen wollen wir nicht nennen. Was ist denn für Sie ein Schlager? Wo ist für Sie der Schlager angesiedelt? Ist das der Publikumsrenner oder ist das nicht unbedingt damit verbunden? Also der Camillo Felgen hat schon recht, der Schlager ist erstmal ein Erfolg. Ich glaube, da kommt das Wort auch her, das kommt aus dem Einzelhandel oder aus dem geschäftlichen Bereich. Lange bevor es musikalische Schlager gab, gab es schon den Kassenschlager. Und man hat später diesen Begriff dann auch für die Musik genommen. Aber es gehören noch ein paar wichtige Elemente dazu. Das für mich gehört also dazu, dass der Schlager erstmal unterhalten will. Er hat nicht unbedingt den Anspruch, sehr viel Tiefgang zu haben wie vielleicht andere Arten von Musik, sondern er ist einfach erstmal pure Unterhaltung. Er ist ein Spiegelbild der Zeit, er sagt immer das oder gibt das zum Ausdruck, was die Leute, die Menschen fühlen. Also das müssen wir gleich noch ein bisschen untersuchen anhand der Texte, die wir hören oder die man so kennt. Ne? Er wirkt immer irgendwo über das Gefühl, über die Emotion und ein ganz wichtiger Punkt, den halte ich für den wichtigsten, da entzünden sich eigentlich auch immer die Gegensätze zwischen den Gegnern und den Befürwortern. Der Schlager ist konservativ, ich sage das Wort jetzt mal ganz wertfrei, er ist konservativ. Dürfen wir das später vertiefen? Ja, gerne. Gut, ich würde jetzt gerne mal an Frank Laufenberg weitergeben. Ja, Musikjournalist, Moderator, aus vielen Sendungen sicher bekannt. Frank, was ist für Sie ein Schlager? Nein, man kann sich in gewisser Hinsicht natürlich dem anschließen, was Camillo sagt. Der Schlager an sich muss, gebe ich recht, muss nicht unbedingt erfolgreich sein. Aber wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, Schlager ist eine andere Definition für das, was früher der Gassenhauer war. Eine Melodie, die alle mitgepfiffen haben, die sie gut fanden und die halt im Ohr hängen geblieben ist, dann ist das das Einfachste. Das würde bedeuten, ein Lied ist auch wirklich populär und wenn es populär ist, ist es für mich Popmusik. Ein Schlager ist also Popmusik und da unterscheide ich halt zwischen deutschsprachiger Popmusik und englischsprachiger und wenn hier behauptet wird, der englischsprachige Schlager ist genauso flach wie der deutsche, da gibt es etliche Beispiele, da kann ich das widerlegen. Okay, auch darauf kommen wir später zurück. Günter Krenz, WDR-Kollege, Musikredakteur.
In unserem Haus? Und vorwiegend bei WDR 4. Wir haben 36% aller Hörer in Nordrhein-Westfalen. Wir sind die erfolgreichste Anstalt in einem Programm da. Und ich also kann wir wollten sagen, eigentlich Schleichwerbe auch für den auch okay. für einen, gut. gut. Ja. Also Schlager ist ein missbrauchtes und falsch gebrauchtes Wort. Es kommt auf der Kaufmannssprache hierher und es heißt einschlagen. Also Schlager kann Macaroni sein, kann Zucker sein, wenn es sich gut verkauft. Und wir sollten also nicht immer alle Schlager Schlager nennen, die sich nicht verkaufen. Wir sollten Unterhaltungslied oder Tanzlied dazu sagen. Okay. So, dann möchte ich den Hausherrn sozusagen hier mal zu Wort kommen lassen. Jens Lissert ist normalerweise hier am Mikrofon als Disc-Jockey. Bei der Gelegenheit sollten wir sagen, wir sind in der Königsburg in Krefeld. Das ist ein von Gerhard Benz umgebautes Schwimmbad zu diesem tollen Raum hier. Ich finde das ganz toll. Aber was läuft denn bei Ihnen? Laufen bei Ihnen Schlager? Und wenn ja, was verstehen Sie darunter? Eigentlich weniger deutsche Schlager. Also für mich heißt das der Ausdruck Schlager. Ein deutscher Ausdruck für den Oberbegriff Musik, der sich gut verkauft. Okay. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sollten wir mal die Probe aufs Essential machen. Unser erster Gast ist Andy Borg und er singt sozusagen das Motto unserer Sendung. Er sagt nämlich, ich sage es mit Musik. Eigentlich ja nicht ungewöhnlich für einen Sänger. Also Andy Borg, ich sage es mit Musik. Ein Sänger, kein Poet, bin ich, der vor euch steht. Sing nicht von Politik, ich sage es mit Musik, was tief in mir vorgeht. Ich sage es mit Musik, wozu mein Mund sonst schwieg. Ich will nicht demonstrieren, will nur die Herzen rühren, führ nicht mit Worten Krieg. Es ist doch nur ein Lied, das Schärfer überzieht. Doch was das Herz erfreut, verdrängt ein bisschen Leid, das aus der Seele flieht. Ich sag es mit Musik. Auch wenn's nicht jeder mag, was ich mit Liedern sag. Man macht's nicht jedem recht, ich mein, ich mach's nicht schlecht, hör weg, wem's nicht behagt. Lasst jedem seine Ruhe, nicht jeder gibt gern zu. Ich sag es mit Musik.
Applaus. Jetzt ist so viel geredet worden über den Schlager und was ein Schlager ist. Was ist denn für Sie ein Schlager? Ja, das, was ich mache. Und was machen Sie? Schlager. Ist das jetzt richtige Musik für Sie mit richtigen Texten und komplizierten Kompositionen? Selbstverständlich, manchmal ja. Man darf natürlich nicht alles in einen Topf schmeißen, so ist das auch beim Schlager. Schlager, glaube ich, hat man gerade schon gesagt, Schlager eigentlich ist ja dann erst der Schlager, wenn es ein Hit ist, oder man sagt heute Hit und manchmal sagt man Schlager. Deutscher Schlager ist eben das, was wir deutschen Schlagersänger machen, so auch ich. Sind Sie denn eigentlich stolz, den Beruf Schlagersänger zu haben? Oh ja. Ist das eine besondere Kunst? Ich meine, Sie sind die Treppe heruntergekommen. Ich denke, das ist auch nicht so ganz einfach, das zu präsentieren. Gehört es dazu, dass man den Schlager auch präsentieren kann? Ich habe lange geübt, die Treppen zu gehen und habe mir jetzt so Treppenschuhe gekauft. Die haben vorne so nach unten die... Nein, ist nicht weiß, Entschuldigung. Es ist, dass Sie über die Treppe gehen, ist natürlich keine Kunst. Es ist bei mir auch ein bisschen anders. Ich sehe meinen Beruf darin, live aufzutreten und da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Live singen unter anderem und dann ein bisschen moderieren halt zwischendurch und die Leute eben zu unterhalten, das ist mein Job. Darf ich ja sagen, das war natürlich heute Abend voll Playback. Machen Sie normalerweise wirklich live mit Band und so weiter? Ja, also es hat sich ja in letzter Zeit ein bisschen herumgesprochen, dass man entweder tanzt oder singt und ich tanze ja nicht. Also singen Sie live? Ja. Wie geht eigentlich so Ihr Leben vor sich? Wie oft tingeln Sie in Bars, Diskotheken oder auf dem Land? Also in Bars bin ich nicht unterwegs, weil ich da nicht hingehöre und ich möchte nirgends stören. Also ich gehe dann schon eher dorthin, wo man den deutschen Schlager gerne hört und eben Bescheid weiß, dass wenn er in die Bar kommt, wird deutscher Schlager gesungen. Und ich bin so 15 Mal im Monat bin ich schon live unterwegs. Das ist ja ein ziemlich anstrengender Job. Was glauben Sie denn, wie lange kann man denn den Schlager singen? Ist es irgendwann mal Schluss mit 50, weil man so alt ist und die Leute einen nicht mehr wollen? Also ich glaube, das hat mit dem Alter gar nichts zu tun und das mit dem anstrengend, das muss ich von mir weisen, weil ich es gern mache und weil die Auftritte eben Spaß machen und wenn man was gern macht, dann muss es schon sehr anstrengend sein, um es wirklich so zu empfinden. Ich empfinde es nicht als anstrengend, es ist eher anstrengend, so mit der Firma zu kämpfen, dass die auch das machen, was man will. Nun hat der deutsche Schlager ja ein nicht gerade besonders gutes Image. Was können Sie denn eigentlich tun, damit das Image des deutschen Schlagers besser wird? Dass man vielleicht von den Medien her nicht so abfällig darüber spricht und dass die Leute, die sich ein Bild davon machen wollen, dass sich die einen Schlagersänger anschauen, live. Sie haben ja heute Abend alle Gelegenheit, sich Schlagersänger live anzuschauen. Jetzt werden wir aber zuerst mal nachfragen, wie das eigentlich aussieht, wie ein Schlager entsteht, wie ein Hit gemacht wird, wie Playback funktioniert, was live ist. Das alles hat für Sie Jürgen Martschin zusammengetragen. 1990 begann in Deutschland endgültig das Zeitalter der CD. Bereits im ersten Halbjahr wurden rund 27,5 Millionen Silberlinge verkauft. Die Kompaktdisc ist nun der Tonträger Nummer 1. Dank ihr sind die Umsätze ebenso glänzend wie die Scheibe selbst. 1989 wurde erstmals die 3 Milliarden Mark-Grenze überschritten und in diesem Jahr kommen wieder einige 100 Millionen hinzu. Das ist Musik in den Ohren der Branche. Mit rund 5 Millionen verkauften Platten und Kassetten ist der Klassikmarkt seit Jahren relativ stabil. Die Umsatzsprünge liegen im Pop-Bereich. Und da poppt und rockt es vor allem Englisch. Geschätzter Verkaufsanteil 75%. Für den deutschen Schlager bleibt nicht viel übrig. Anfang der 80er Jahre sah das noch anders aus. Die neue deutsche Welle schwappte von uns aus sogar über den großen Teich und bescherte Nena einen Top-Hit in den USA. Aber mit den 99 Luftballons platzten auch manche Träume deutscher Schlagerproduzenten wie Seifenblasen. Doch was ist überhaupt deutsche Popmusik? Vielleicht das? Oder das? Oder das? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen. Oder das? Keine Frage, alle diese Beispiele gehören dazu und zahlreiche weitere ebenfalls. An Vielfalt mangelt es bei deutschen Produktionen also nicht, aber an Käufern. Die Top 100-Hitparade beweist es.
Ende November tauchte unter den 30 meistverkauften Singles nur ein deutschsprachiger Titel auf. Ich hab geträumt von dir auf Platz 10. Doch seit kurzem bekommt, auch in den Plattenläden, eine Sparte Auftrieb, die bisher nur stiefmütterlich behandelt wurde. Die Volksmusik. Es tümelt wieder in deutschen Wohnzimmern. Und auch bei Radio- und Fernsehsendern. Da darf geklatscht, geschunkelt mitgesungen werden. Doch ansonsten scheint man bei Funk und Fernsehen nicht so sehr auf deutsche Sangeskunst zu stehen. Wer gibt schon so offen und ehrlich zu? Ich bekenne mich zum deutschen Schlager. Ich bekenne mich zum deutschen Schlager und zur romantischen Musik. Wer sich noch dazu bekennt, sitzt beim dritten Programm in der ersten Reihe. Bei der deutschen Schlagerparade. Einer der letzten Horte germanischer Trivialkultur. Dümmliche Texte und seichte Musik. Ist der deutsche Schlager wirklich so schlecht wie sein Ruf? Tja, unser Thema heute Abend. Ist der deutsche Schlager wirklich so schlecht wie sein Ruf? Sie haben eben gesagt, Herr Dr. Mallmann, der deutsche Schlager ist konservativ. Was haben Sie damit gemeint? Darf ich ein bisschen ausholen? Bitte. Also ich glaube, das Problem, um das es hier geht, ist ein Problem von Einstellungen und Meinungen. Und Einstellungen haben mit den Menschen generell zu tun. Es gibt grundsätzlich verschiedene, die sind tief verankert. Ich würde das ganz gerne mal an einem Modell zeigen. Nun können wir jetzt hier keine Landkarte benutzen, wie ich es gerne gemacht hätte. Vielleicht verwende ich mal hier den Ort als Landkarte. Jetzt bringe ich die Kameraleute in Schwierigkeiten, aber sei es drum. Dieses sei hier mal die Mitte, in der wir hier sitzen, ist ja auch die Mitte in dieser Diskothek. Das ist also die Mitte der Bevölkerung, wie man die ja auch von Helmut Kohl erkennt. Middle of the road. Middle of the road, sagt man im Musikbereich. Jetzt haben wir hier drei Zugänge zu der Mitte. Das passt genau in mein Modell. Sagen wir mal, das ist der größte Zugang. Da kommen die jungen Leute her. Denn wenn sie irgendwann mit Musik konfrontiert werden oder auch mit anderen Dingen, dann müssen sich ihre Meinung erstmal bilden. Und erstmal ist es eine noch ungebildete, also noch eine nicht feststehende. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten oder drei. Der Eingang rechts oder links. Ich sag mal rechts, den nenne ich mal den Konservativen, das ist auch so gebräuchlich in der Politik. Und links ist der Progressive oder die Mitte. So, und jetzt passiert also Folgendes. Ein junger Mensch findet seine Einstellungen. Er ist erstmal eine Zeit lang jung, im Teenie-Alter, ist eine eigene Zielgruppe, verhält sich auch ganz anders. Er wird auch dann für älter. Sie als Musikverkäufer, der Teenie-Markt, da oben, also sind unsere Teenies da oben. Da oben sitzen jetzt mal, Entschuldigung, unsere Teenies. High Fans. Diese Teenies verhalten sich zum Beispiel immer umgekehrt wie ihre Eltern. Also wenn die Eltern laute Musik lieben, lieben die Teenies leise oder umgekehrt, kann man so ungefähr verfolgen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. So, dann kommen die Teenies, werden älter und entscheiden sich dann. Entweder sie gehen nach rechts, nach links oder sie bleiben in der Mitte. Die meisten sind irgendwo in der Mitte. So, und jetzt muss man wiederum sagen, verschiedene Musikrichtungen hängen mit verschiedenen dieser Orten zusammen. Also beispielsweise. Der Herbert Grönemeyer, den wir gerade zitiert haben, der gehört, ich sitze jetzt auch ein bisschen links, der gehört also in die progressivere Ecke. Und der Andy Borg, der gerade gesungen hat, gehört in die konservative Ecke da drüben hin. Und das Problem, was bei diesen Diskussionen immer kommt, ist, dass jemand, der an der progressiven Ecke sitzt, über Musik diskutiert oder auch urteilt, die in der konservativen Ecke sitzt. Und das kann eigentlich nicht gut gehen, denn die Meinung, die Einstellung kann ja gar nicht die sein, weil er völlig anders gepolt ist, weil er völlig andere Grundeinstellungen hat. Gut, aber gibt es sowas wie einen Qualitätsbegriff? Kann man irgendwie sagen, dazu gehört A, ein guter Text, B, eine gute Musik und C, ein guter Interpret? Aber was ist das? Gut ist Beurteilung. Und beurteilen kann man wiederum nur, wenn man das festmacht an den Meinungen und Vorstellungen der Zielgruppen. Jemand, der dort hinten sitzt, findet etwas ganz anderes gut, als jemand, der hier sitzt, beispielsweise. Jetzt mache ich es mal ganz einfach. Da sind die Trinker von Mineralwasser, da die Biertrinker und hier die Weintrinker. Wenn ich jetzt den Weintrinker bitte, eine Biermarke zu beurteilen oder den Mineralwassertrinker bitte, den Wein zu beurteilen, das muss schief gehen. Er kann das nicht, weil er eben gar keinen Wein mag oder weil er kein Bier mag. Und deshalb, wenn man eine vernünftige Beurteilung haben will, dann muss man immer die Leute fragen, die eigentlich aus der Zielgruppe kommen, für die die Musik gemacht ist. Und das ist unser Problem. So, jetzt sagen Sie mal Ihre Zielgruppe und beziehungsweise was ist für Sie gut? Also ich habe es einfach, ich habe zwei Meinungen. Das eine ist meine persönliche Meinung. Da kann ich nur, weil ich ein bisschen progressiv sitze, auch nur progressiv urteilen. Da sitzen Sie also hier richtig. Da sage ich also, ich finde Bapp und Grönemeyer toll. Und dann gibt es noch eine zweite Meinung, die bilde ich mir zum Beispiel aus der Marktforschung, indem ich sage, ich kann ja Leute befragen. Ich kann zum Beispiel befragen, wie sie denken, oder ich kann auch fragen, was sie gekauft haben.
Und nach diesen Daten kann ich sehr gut festmachen, wie die Leute da drüben sich verhalten. Und dann komme ich auch zu einem ganz vernünftigen Bild. Und wenn ich jetzt mal ein Resümee mache zum deutschen Schlager, denn das soll ja eigentlich dahin führen, dann kann ich nur sagen, dass die Zielgruppe, für die er gemacht wird, ihn sehr wohl und richtig akzeptiert und die, für die er nicht gemacht wird, ihn völlig ablehnt. Frank, ich denke mal, Dr. Mahlmann müsste ich erstmal fragen, sagen Sie, haben Sie keinen Friseur, dem Sie das erzählen können? Ich weiß nicht, ob das so... Dass Sie gerade alles erzählt haben. Also. Und Herr Dr. Mahlmann, Sie sollten auch wenigstens so fair sein und sagen, wenn Sie Bapp und Grönemeyer gut finden, dann finden Sie die vor allen Dingen gut, weil die bei Ihnen auch von der Firma kommen. Ne? Sollte man auch feststellen. Ich kann auch Müller besser haben. Na gut, also ich meine, es gibt sicher, ich denke, Sie zählen auch dazu, Leute, die Bapp und Grönemeyer mögen. Richtig, ja. Und das hat ja nicht unbedingt was mit der Plattenfirma zu tun. Es gibt sicher bei anderen auch noch Leute, die Sie gut finden. Aber was sagen Sie zu der Einordnung? Also ich muss Ihnen auch mal was sagen zu dem Film, den Sie eben gezeigt haben. Wenn Sie hier eine Diskussion aufziehen wollen, die einigermaßen sachlich sein soll, dann dürfen Sie in Ihrem Film eigentlich schon keine Vorverurteilung machen. Das haben Sie in dem Film aber gemacht. Und das finde ich sehr unfair. Womit? Sie sprechen von dem trivialen deutschen Schlager. Sie wissen, Bernd, dass ich jemand bin, der diesen trivialen deutschen Schlager nicht mag. Wenn Sie aber in einer Filmeinspielung schon selber davon sprechen, dann nenne ich das eine Vorverurteilung. Gut, akzeptiert. Das hätte man nicht machen dürfen. Das darf Ihnen nicht passieren. Okay. Aufpassen, Musch. Gell? Gut. Ja, ja. Also, jetzt haben wir einmal unsere Lektion, aber jetzt würde ich gerne eine Antwort auf meine Frage haben. Darf ich nochmal hören, wie die Frage war? Ja, ich würde gerne was zu der Einordnung, die ja Dr. Mahlmann gerade gegeben hat, sagen. Also ich hoffe, es ist immer nicht allzu böse, aber rein akustisch versteht man recht wenig. Ich glaube, anderen geht es ebenso. So mag das hier mal ein gutes Schwimmbad gewesen sein, aber für eine Live-Übertragung haben die gewisse Schwierigkeiten. Wir können jetzt so weitermachen. Dann haben wir irgendwann unsere Sendung zu Ende, ohne dass wir eigentlich bei unserem Thema waren. Nein, ich sage ja, ich habe recht wenig von dem verstanden, was er gesagt hat. Ich höre von Einordnungen von links und rechts. Und in der Tat bin ich also der Meinung, der Schlager, es gibt unterschiedliche Qualitäten des Schlagers. In der Tat gibt es das. Wie misst man die? Ja, Andy Borg ist doch der Gradmesser. Der singt doch davon, dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, was er singt. Ja, warum pfeift er denn sein Lied nicht? Da ist mir doch Ilse Werner lieber. Die hat wenigstens nicht den Anspruch, dass jemand sagt, ja, ihr müsst aber auf meinen Text hören. Er singt doch selber, was ich da singe, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Und ich kann natürlich nicht allen, kann ich es recht machen. Und worauf läuft es raus? Friede, Freude, Eierkuchen. Bäh. Dort ist er. Das ist Andy Borg. So, Günter Greitz, jetzt sind Sie dran. Sie halten diese Musikfarbe hoch. Wir halten die Musikfarbe hoch auf WDR 4, aber jetzt mal keine Eigenreklame. Was mich an dem Film gestört hat... Nee, ich möchte jetzt mal zum Thema kommen. Lassen wir doch den Film jetzt Film, der Film war leider nicht objektiv. Gut, in das habe ich jetzt gerade von Frank gehört, jetzt höre ich das von Ihnen. Vor ein Schlager in einer Liste zu einem Datum. Ich hole Ihnen die Liste, bringen Sie ihn mit und Sie können sie abfotografieren und Sie finden 10 oder 12 Schlager drin. Der deutsche Schlager hat Aufwind bekommen. Muss man nur mal, gut, okay, ja. In der Zwischenzeit. Er ist von den Medien immer schlecht behandelt worden. Er ist besonders schlecht behandelt worden von vielen Journalisten, die ja alle so wahnsinnig gut Englisch und Französisch verstehen. Und also ich denke, da kommen wir drauf zurück. Ich würde gerne von Ihnen wissen, woran messen Sie, ob ein Schlager gut ist oder ob er... eben nicht gut ist. Ich kann ihn nur messen an der Kommerzialität. Es tut mir leid. Wenn die Leute in den Laden gehen und bereit sind, für so eine kleine Singleplatte 6 Mark auf den Tisch zu legen, dann sind sie bekloppt. Dann sind sie bekloppt oder sie finden es gut und damit ist der Schlager gut. Wer kauft denn heute noch eine Single, Herr Krenz? Das können doch nur Kinder sein. Das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Die Single-Hitparade. Aber die älteren Leute trauen sich doch gar nicht mehr rein in den Plattenladen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Singleplatten nur von 8- bis 12-Jährigen gekauft werden. Das weiß ich. Was halten Sie denn in die Single-Hitparade hoch? Da können Sie sich doch in die Haare schmieren. Gut, halten wir die Langspielplatten-Hitparade hoch. Da haben wir aber auch inzwischen über 10% deutsche Produktionen drin, deutschsprachige. Aber das sind doch nicht Ihre Lieder. Da oben ist doch Bapp, da ist doch Grönemeyer. Da ist doch für Sie kein Schlager, Herr Krenz. Aber natürlich ist Bapp, wenn es geht, ein Schlager. Wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist es kein Schlager. Sie liefern freundlicherweise die Übersetzung hinzu. Ja, ein Textheft, das ist sehr günstig. Wenn die Engländer auch immer ein Textheft dazu liefern würden, die keins liefern, das sind dann die schlechten Texte. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur Platten mit Text.
Camillo, wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war ja die Frage, ist der deutsche Schlager wirklich so schlecht wie sein Ruf? Richtig. Jetzt mal zuerst die Frage, wo kommt denn dieser Ruf her? Wer hat das denn gesagt, dass er so schlecht sei, der deutsche Schlager? Ich finde, dass er nicht schlecht war, denn die Verkaufszahlen, die sprechen aber ja dafür, dass er gut ist. Denn was ist gut? Ja. Ja, gut ist, was gefällt. Mir gefällt etwas, das wird ihm sicher nicht gefallen. Und muss nicht. Es kann sein, dass wir zufälligerweise was haben, was uns beiden gefällt. Nun, in dem Augenblick kommt, Dankeschön übrigens für diese wunderschöne Doktorarbeit. Das war wunderbar, was Sie gesagt haben. Ich habe nur natürlich hier in dem Raum auch nicht alles mitbekommen. Aber dann kommt das, wenn wir zwei das gut finden, dann kommt natürlich diese, dann kann man schon sagen, Schlager in die Mitte. Und dann wird er natürlich einen breiten Erfolg haben über die Distanz. Aber wir sprechen dauernd von Schlagern, glaube ich, in unserem Bewusstsein sagen wir, das müssen alles Sachen mit Gesang sein. Wer sagt das denn? Gut. Es gibt doch eine Menge erfolgreiche Melodien, die von Orchestern gespielt wurden. Ich denke beispielsweise an die Jarre-Version, die orchestrale Version vom Lara-Theme. Maurice Jarre. Ja, Maurice Jarre. War aber ein Franzose. Ja, eben. Gut, gab es auch von Karel Gott in deutscher Version, natürlich mitten im Text. Aber das ist in meinen Augen eine Melodie, orchestral aufgenommen, die ein Schlager ist und den Namen Schlager auch verdient. Ich möchte Ihnen eine weitere Interpretin vorstellen. Zum deutschen Schlager, wir haben das gerade gehört, gehören Optimismus, Lebensfreude, Liebe und positive Grundstimmung. Und auch und besonders bei Nicole gehört das dazu. Sie hat 1982 zum ersten und zum einzigen Mal den europäischen Schlagerwettbewerb gewonnen mit dem Lied Ein bisschen Frieden. Und heute ist sie bei uns und auch diesmal ist ihr Motto wieder, man kann es kurz sagen, seid nett zueinander. Auch diesmal schafft die Liebe wieder Wunder. Nicole mit dem Titel Jeder Zaun, jede Mauer wird aus Blumen sein. Und mich.